So, nachdem ich die Minix Neo X6 testen konnte, möchte ich euch nun einmal die Box mit ein paar Live-Bildern vorstellen. Man sieht hier jetzt gerade die Box erstmal hochfahren, man sieht das Minix-Logo mit dem Android-Roboter darunter. Jetzt blinkt das Minix-Logo etwas bläulich. Aber um das Ganze mal ein bisschen schon mal vorab zusammenzufassen, insgesamt gefällt mir die Box durchaus für diesen Preis. Für knapp 100 Dollar erhält man eine durchaus robuste Box, die sich sowohl für als Media Center eignet, als auch als kleine Gaming Station. Dies ist nun der Homescreen unserer Box. Man sieht, ich habe eine Maus angeschlossen und gehe jetzt erstmal in die Einstellungen und zeige jetzt erstmal, dass es sich hier wirklich um 4.4.2 KitKat handelt. Man sieht das KitKat K, das Android KitKat Logo. Ja, nichts Besonderes hieran. Gehen wir mal zurück. Wie gesagt, das ist der Homescreen out of the box, also beziehungsweise bis auf diese zwei Programme. Und ja, nun möchte ich euch einmal vorstellen, was man da alles machen kann. Wie zum Beispiel es als kleine Retro-Station benutzen, indem man einen SNES-Emulator darauf installiert. Ich habe das getan und einmal das klassische Spiel Super Mario World rübergezogen. Man sieht, das Intro kommt, alles schön flüssig. Es läuft sofort und ja, Entschuldigung, der Weißabgleich ist etwas zu stark geworden, aber ich glaube, das Video vermittelt an sich etwas, was es auch aussagen sollte. Man sieht eben, wie gesagt, alles läuft flüssig. Ja, nichts mehr zu sagen, außer dass ich natürlich jetzt nicht der beste Spieler bin, aber durchaus nett. Dadurch, dass es wirklich flüssig läuft. Als Nebeninfo, ich benutze zum Spielen gerade ein Bluetooth-Gamepad, das Gametail-Gamepad, was ich dann eben per Bluetooth mit der Box verbunden habe. Die Box verfügt über Wi-Fi sowie als auch Bluetooth. So, jetzt sehen wir hier, jetzt spiele ich erstmal eine kleine Runde. Alles läuft flüssig. War aber auch eben nicht anders zu erwarten, wobei eben der SNES-Emulator jetzt nicht die größten Hardware-Anforderungen besitzt. So, nun sind wir beim Hauptscreen und ich möchte euch einen anderen Emulator vorstellen, der ebenfalls schön flüssig auf der TV-Box läuft. Und das handelt sich hierbei um den PlayStation 1-Emulator FPSI. Nun muss ich kurz nochmal das Overlay Gamepad deaktivieren bzw. auf volltransparent stellen, weil wir es natürlich nicht brauchen, da wir eine Hardware Gamepad benutzen. So, nun zurück. Und nach einer kurzen Ladezeit sehen wir, dass das Intro flüssig anfängt zu laufen. Wir sehen, wie hier das Activision-Logo langsam freibricht. Und ja, als nächstes. Wer es noch kennt von damals, es handelt sich um Tony Hawk's Pro Skater 2, kommt wieder das Neversoft-Logo. So, nun befinden wir uns im Ladebildschirm. Und insgesamt muss ich sagen, dass auch dieser Emulator wirklich schön flüssig läuft. Allerdings, ich kann es nicht genau sagen, woran es liegt. Gibt es von Zeit zu Zeit noch einige Hänger, wo ungefähr der Bildschirm inklusive dem Ton für 1 bis 2 Sekunden lang einfach freest. Kommt aber nicht allzu oft vor und ich kann natürlich auch jetzt gerade nicht sagen, ob es an dem Emulator selber liegt oder an der Hardware. Dafür müsste ich nochmal mehrere Emulatoren ausprobieren, die halt auch nicht auf denselben Basisemulator fungieren. Aber wie gesagt, es tritt nicht allzu häufig, zumindest bei mir nicht auf. Und ja, man sieht auch hier, es läuft flüssig, auch der Ton läuft flüssig. Hier nochmal Entschuldigung, der Weißabgleich ist etwas zu stark auch wieder hier. Aber ich denke, man sieht, was ich mit diesem Video zeigen wollte. Das macht sicher Spaß, weil es einfach
schön auf dem großen Fernseher auch auf der TV-Box die alte Konsole emuliert und durch das Spiel gekauft. So, dann nachdem ich nun bereits SNES und PlayStation 1 gezeigt habe, kommen wir nun zu einem noch etwas anspruchsvolleren System, dem Nintendo 64. Dafür habe ich den Emulator Super N64 gewählt und das klassische Spiel Super Mario 64 ausgewählt. Dies auch wiederum nur, um zu zeigen, dass sich diese TV-Box wirklich auch gut als Retro-Gaming-Station eignet. Nicht nur um klassische Medien oder per WLAN Videos zu spielen, sondern auch wirklich um klassische, also in Anführungszeichen klassische Retro-Konsolen abzuspielen, wie zum Beispiel hier den Nintendo 64. Man sieht auch hier eigentlich alles flüssig, man merkt keine Ruckler. Das ROM wird sofort geladen. Wir können hier natürlich schön noch die Sprache auswählen, aber wir nehmen mal einen neuen Spielstand. Und man sieht, wie das Intro anfängt mit Peach. Sie hat uns einen Brief geschrieben, hat uns einen Kuchen gebacken. Aber natürlich verläuft alles etwas anders. Aber was man hier jetzt natürlich wiederum sieht, dass auch bei 3D-Animationsfahrten alles flüssig läuft. Man merkt keine Ruckler, keine Hänger. Was natürlich jetzt auch damit zusammenhängen mag, dass Super Mario 64 eines der bestoptimiertesten Spiele für Nintendo 64 Emulatoren ist, aber im Allgemeinen zu sehen, läuft es wirklich schön. Man sieht keine starken Ruckler eben, jetzt nochmal natürlich schon oft gesagt, aber mir persönlich gefällt es sehr. Ein schönes Gerät, um nochmal alte Konsolen auszupacken. Natürlich wollen wir uns nicht alles durchlesen, was der Kamera mal uns jetzt sagen will, sondern einfach straightforward in die erste Welt, kurz zu zeigen, damit auch keine Grafikbugs oder sowas eigentlich vorliegen, sondern alles so läuft, wie es laufen sollte. Auf der Minix Neo X6 ist auch bereits der Xbox Media Player, kurz XBMC, installiert und den werde ich euch natürlich auch kurz mal zeigen. Man sieht hier XBMC in der Minix Edition. Man hat ein durchaus grafisch ansprechendes Menü, wo man seitlich durchscrollen kann. Man hat ein Systemmenü, in dem man kurz nochmal Systemeigenschaften zusammengefasst werden, beziehungsweise man grundlegende Systemkonfigurationen einstellen kann. Dann, wie schon bereits kurz angesprochen, man hat ein kurzes Systemmenü, in dem die Systemspecs zusammengefasst werden. Man sieht, es läuft auf 1080p Ausgabe mit 60 Hertz und noch ein paar andere Systemspezifikationen. Aber nun kommen wir zurück und ich habe mal einfach testweise eine Videofile drauf übertragen, eine Family Guide Folge. Ich selber nutze den XBMC normalerweise nicht, kann daher also auch nicht allzu viel dazu sagen. Aber ich habe mal, dies ist eine 1080p Videofile. Man sieht, sie wird ohne merklichen Ruckler geladen. Das Video läuft flüssig, auch die Tonaufgabe läuft flüssig. Also durchaus geeignet als Media Center. Damit ich jetzt natürlich auch keine irgendwie Copyright-Verstöße
belangt werde, stoppen wir hier mal und belassen es hierbei. So, als erstes möchte ich jetzt nochmal kurz den YouTube-Player zeigen, dass dieser auch funktioniert. Da suchen wir uns jetzt erstmal irgendein 1080p-Video raus, damit auch die höchste Auflösung genommen wird und damit auch gezeigt wird, dass das läuft. Mal schauen, was es so gibt. Nehmen wir mal das hier, ist schon ein bisschen länger her natürlich, Godzilla der Film, aber soll ja nur 1080p darstellen. Jetzt hier nochmal kurz im Menü zeigen. Hier kann man HD ein- und ausschalten. Sieht man jetzt nicht so stark von der Bildschirmaufnahme, aber am Fernseher selber sieht man den Unterschied deutlich. Wie auch schon vorhin gesagt, das Video auch hier läuft ohne irgendwelche sichtbaren Ruckler, lädt schnell und man sieht keine, zumindest bei diesen Videos, die ich bisher geschaut habe, keine Synchronisationslags zwischen Sprache und Bild. Also an sich das, was man noch erwartet von einer Mediabox. So, das war's soweit mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch einen Aufschluss darüber gegeben, zumindest grob, was man alles mit dieser Box anstellen kann. Und von meiner Seite aus kann ich das ganze Ding nur empfehlen. Und bis bald.